Alles okay? Ja. Oh, nee, wirklich alles? Lieber Felix, ich glaube, ich habe gerade 5 Minuten aufgenommen, ohne 5 Minuten aufzunehmen. Wir sind im Modelor jetzt und suchen nach Dingen. Nee, im Ernst, wir suchen jetzt nach Rahmen, Pappen, Papier, um das alles auch, Klebeband, um das alles auch schick zu machen. Tada. Oh, ja, geil. Nee, nicht geil. Wollen wir nicht einfach diese Bilder nehmen und sie ausstellen? Guck mal, ist doch voll geil, ganz ehrlich. Oh, Marie. Ich will so einen Stuhl. So geil, dass ich dir vorher gesagt habe, wir gehen zu Modelor und an jeder Ecke kriege ich einen halben Orgasmus und du noch so gelacht hast und jetzt genau dasselbe dir nämlich wieder fährt. Haha, Bitch. Ich muss gerade mal hier festhalten, wie Marie mit dem Modelor-Inventar Sex hat. Ey, aber wie du vorher dich gerade mit dem Schwamm eingerieben hast. Richtig geil, das ist wie so ein Riesenstück von so einem Hautschwamm, da kann man sich dann so, oder? Oh, so, wir suchen jetzt Holz. Ja, ich folge dir, unauffällig. Oh. So, das ist viel Zeug. Das ist noch nicht mal alles. Heute Nacht schlafen wir auf der Straße, oder? Wieso, du bezahlst doch. Und jetzt kannst du bei mir schlafen ab jetzt. Kommen wir nun zu einer völlig anderen Location. Ja, und jetzt wird der Raum langsam wieder leerer und alle Aquarelle sammeln sich auf diesem Häufchen und werden eingesammelt. Und ganz wichtig, nicht zu vergessen, das Relikt. So, die Wand ist leer. Wie fühlst du dich, Flo? Ich fühle mich schon so ein bisschen alleingelassen. Also es ist wirklich tatsächlich ein sehr, sehr befremdliches Gefühl, jetzt diese weiße Wand einfach zu sehen und da ist halt einfach nichts mehr dran. Der Zauber des Raumes ist verflogen. Das ist wie, als würde man gerade ausziehen. Das letzte verbliebene Werk ist dieses Ding hier. Unser liebstes Storyboard. Das werden wir jetzt auch noch abhängen und modifizieren und das wird auch Teil der Ausstellung sein. Jawohl. Ganz wesentlicher sogar. Das ist definitiv das Werk mit dem größten persönlichen Wert für uns beide. Ja, so. Absolut, weil das ist so, wir hatten schon mal darüber geredet zusammen, das ist sozusagen unsere Zeitmaschine, unsere kleine Zeitmaschine. Ah. Hier drin, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, liegen so viele Wochen Arbeit, eine Manifestierung des Projekts. Ja, richtig. Und jetzt, lass es uns tun. So, was André jetzt hier macht, ist, ich tue jetzt einfach so, als ob ich arbeite für das Video. Für das, das heißt, du arbeitest gar nicht? Nein, ich tue jetzt so. Das ist gestellt. Im Internet ist alles gestellt. Wenn du was siehst und die Leute arbeiten und sowas, das machen die nicht wirklich. Die arbeiten, wenn die Kamera aus ist. Ja, ich arbeite nie, wenn die Kamera aus ist. Ist jetzt auch egal. Das ist jetzt zu kompliziert für die ganzen Zuschauer. Das kann man jetzt nicht in 2, 3 erklären. Ist ja gut. Kannst du mir dann vielleicht einfach mal zeigen, wie du gerade arbeitest und auf dein Projekt? Zeig doch mal dein Projekt. Ich wollte ich doch die ganze Zeit machen. Du hast doch dein Projekt gerade geöffnet, oder? Nein. Warum denn nicht? Ich habe ein anderes Projekt auf. Warum denn? Na, weil ich gerade nicht wirklich arbeite. Was ist das denn? Da ist ja überhaupt das nichts. Ja. Jetzt kannst du gucken. Oh. So, ganz viele Sachen. Oh, und was ist das? Und das was passiert, wenn du das abspielst? Dann spielt das ab. Was denn? Wenn man das abspielt, dann spielt ein Sound. Mach doch mal. Klänge, Musik. Ja, so klingt das halt. Was Jakob und André damit zeigen wollten, André arbeitet hier gerade akut weiter an seinem Live-Set, das am Sonntag vortragen wird. Und nun kommen wir zu einem völlig anderen Ort. Transition. Wir machen jetzt noch geile Stempel für mit diesen Dingern hier für die Pullis. Da kommen nämlich so Schilder rein. Damit ihr seht, wie viel Mühe wir uns gegeben haben. Und hier sitzen viele Leute. Vielleicht kritzelt der ein oder andere auf die Rückseite dieses Dingsbumses dann am Ende noch was drauf. Ja, Nina bastelt auch mit. Dabei ist doch die Elisa die bastelt Queen. Stimmt, aber die ist nicht da. Aber. Aber ich kann das auch. Vielleicht kommt eine nächste Linie dazu. Bereit? Ja, super cool. Ja, was kann man einstellen? Es gibt Yes! So, also ich habe ordentlich gezeichnet. Wenn der Felix das jetzt verkackt, hat er es verkackt.
Okay, ich gebe mir Mühe. Und dann wird das Ganze geschnitten. Da hat man ganz viele schöne Sachen, du machst das sehr schön. Deine Schere ist ein bisschen klein, aber ansonsten geht es schon. Ja, wie die Nase des Mannes, so seine Schere. So, ich habe es jetzt hier schon einmal gemacht, aber um es euch zu zeigen, mache ich nochmal. Wir nehmen also hier das Stempelkissen, entfremden das total, indem wir es einfach draufklatschen, damit einreiben sozusagen. Es ist alles voller Farbe. Und dann machen wir so. Und dann haben wir hier, ist jetzt zu wenig Farbe, aber hier sieht das Ganze besser aus. Farbe. Nicht wahr? Und das kommt dann in die Pullis. Und das Schöne ist, die Dinge haben ja noch eine Rückseite. Und was bei der Rückseite passiert, dann seht ihr hier alle lieben Freunde unterschreiben. Und die Banane ist natürlich auch mit dabei von Steven. So, jetzt geh von meinem Platz runter, Flo. Oh Mann, warum ich denn immer? Das sieht doch schon ganz schnuckelig hier aus. So. Ja. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Oh Gott. Jetzt wart ihr alle im Stiefspart. Oh mein Gott. Dann. Lokalitätswechsel, Lokalitätswechsel. Achtung, Achtung. Lokalitätswechsel, Achtung, Achtung. Denn wir drucken noch, es ist Freitag und wir müssen noch ein paar hübsche Dinge für Sonntag machen. Genau. Und hier kommt Future Clothing Logo. Das kommt da drauf. Und dann wisst ihr auch, von wem der Pulli ist, nicht wahr? Vor allem eben, wie es auch draufsteht, handgemacht. Deswegen unterscheiden die sich übrigens auch immer etwas, weil ja ein paar sich mal gefragt haben, warum sehen die immer ein bisschen anders aus oder warum verändert sich das Motiv? Weil sie handgemacht sind. Deswegen. Ja, mit ganz viel Liebe. Oh, bring back my handy to me. Bring back my handy to me. Ich muss euch was sagen, das wird eine Ausstellung sondergleichen. Ihr werdet es nicht glauben.